Und nochmal auch ein herzliches Willkommen an alle Sie, die hier sitzen und an alle, die zu Hause sind oder irgendwo sind. Ich habe meinen Vortrag Mathematisches Lernen in der Vielfalt anregen getitelt. Da steckt natürlich drin die Reflexion und natürlich in dieser Reflexion als ein Weg zur Professionalisierung, zur professionellen Handlungskompetenz steckt damit drin. Und viele Beispiele aus den genannten Projekten werde ich hier auch benennen und die helfen uns auch weiter, mathematisches Lernen genauer anzusehen, zu begleiten und natürlich auch für die Lehrkräfte in der Praxis Anregungen zu bieten. Und gleichzeitig sind wir für alle Kooperationen dankbar, damit wir die Projekte auch durchführen können und dass wir natürlich auch die Erfahrung mit den Kindern und mit ihnen machen können und das in einen Projektkontext gießen können. Und damit bringe ich ein paar Ergebnisse aus solchen Projekten mit, die eben im Rahmen von IDEA oder von Level, Next Level entstanden sind oder noch derzeit noch laufen oder wieder Anregung für ein neues Projekt gegeben haben. So, jetzt gucke ich mal. Ja. Ein kleiner Überblick, der ist jetzt nur sehr grob. Also natürlich denke ich, dass man Unterricht ohne Heterogenität, also die Vielfalt, gar nicht mehr in der Form denken kann. Also alle unterrichtlichen Lerngruppen sind heterogen, waren es schon immer. Nur wir hätten es uns gerne etwas homogener vorgestellt, waren. Aber ich glaube, es war schon immer eine heterogene Lerngruppe. Vielleicht haben wir einzelne Aspekte homogenisiert, wie zum Beispiel das Alter oder früher Mädchen, Jungen haben es homogenisiert, aber letztendlich blieb die Lerngruppe immer heterogen und ist heterogen. Vielleicht geht die Heterogenität jetzt, ist eine größere Vielfalt vielleicht zu beobachten, die man zu anderen Zeiten vielleicht in der Form nicht beobachten konnte, weil man es nicht wusste oder weil es vielleicht auch nicht existent war. Auf jeden Fall denke ich, ist es auch gut so. Weil wir wollen ja junge Menschen in die Welt hinein begleiten und die sind halt individuell. Und damit ist es einfach notwendig, dass die Lerngruppen unterschiedlich sind. Und trotzdem ist es eben auch für uns als Lehrkräfte total schwierig, also das in den Griff zu kriegen. Also manchmal ist es auch fast eine Überforderung. Das ist auch in der Hochschule, an der Universität auch nicht anders. Und die Reflexion, denke ich, ist auch ein Instrument oder ein Werkzeug für die Möglichkeit, eben solche Lerngruppen und heterogene Lerngruppen zu begleiten und diese Unterrichtsangebote entsprechend zu gestalten und damit Lerngelegenheiten zu bieten. Und gleichzeitig muss ich mir das aber genauer anschauen, ob ich da einfach eine Weiterentwicklung der Lernumgebung, so nenne ich es jetzt mal, oder auch einfach meiner Wahrnehmung oder dass ich auch mal schauen will, jetzt schaue ich mir diesen Aspekt des Lernens etwas genauer an. Man kann es dann in den Anforderungen des Unterrichts ja immer nur punktuell machen und habe dann ein paar Gestaltungselemente und da will ich heute vor allem auf die Multimodalität eingehen, also wo sind noch Informationen für uns, die wir in unsere Reflexionsrepertoire mit einbeziehen sollten, damit also wir das Lernen, das mathematische Lernen dann besser verstehen von Kindern unterschiedlichen Alters. Die Vielfalt. Also klar kann man das jetzt noch ein bisschen genauer greifen. Ich will das gar nicht in der Ausführlichkeit tun. Es gibt eben also Lernende, die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Die kann man jetzt sagen, die beschreibe ich jetzt in einer Lernstandsbeschreibung oder in einem diagnostischen Verfahren. Ich kann damit ein Leistungsniveau beschreiben. Jemand, der aus der qualitativen Forschung kommt, würde einfach nur mal schauen und sehen und deskriptiv beschreiben, was man da sieht. Aber man kann ja da verschiedene Blickwinkel auf diese Situation lenken.
dann ist natürlich, also sind Aspekte dieser Vielfalt die Arbeitshaltung, die Sprachkompetenz, das Selbstkonzept, der soziale Hintergrund, und das ist sicherlich nur einzelne Aspekte, die gar nicht in der Umfänglichkeit jetzt genannt werden können. Was mir aber eindrücklich immer ist, also dass wir denken, so jetzt geben wir da mal eine Aufgabe in die Klasse, und diese Aufgabe ist zwar schon auf dem Papier immer die gleiche Aufgabe, jeder macht diese Buchseite, Seite 45 auf und nimmt die Aufgabe 2 und dann geht's los. Und trotzdem ist diese Aufgabe eben nicht die gleiche Aufgabe für alle Kinder und Jugendliche, die in den Klassenzimmern sitzen, weil sie eben unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Und damit ist natürlich dann die erste Frage, wie gehe ich jetzt mit dieser Tatsache um, dass diese gleiche Aufgabe doch nie die gleiche ist. Und die Antwort ist natürlich, dass das Umgehen eben mit einer angemessenen Differenzierung. Und in der Mathematikdidaktik wurde entwickelt von Krauthausen und Scherer diesen Begriff der natürlichen Differenzierung. Und diese natürliche Differenzierung, die schaue ich mir dann auch nachher noch ein bisschen gemeinsam mit Ihnen an. Also da wird mit substanziellen Lernumgebungen gearbeitet, und diese natürliche Differenzierung sieht vor, dass also diese Adaptivität gesteuert von den Lernenden und nicht so sehr von der Lehrkraft. Trotzdem wird sie natürlich vorgedacht, also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Also letztendlich müssen wir immer sensibel bleiben für diese Vielfalt in den Klassenzimmern, dass wir die Kinder gut begleiten können, eine Lernanlässe für sie schaffen, die sie fordern, aber auch nicht überfordern, und dass sie aktiv Mathematik treiben. Das würde man vielleicht in anderen Wissenschaftskontexten kognitive Aktivierung nennen. Ich würde das für das Mathematiklernen, das aktive Mathematik treiben. Da gebe ich Ihnen auch einen Einblick, wie man eben aktives Mathematiktreiben deuten kann, dass man es eben als diagrammatisches Arbeiten deuten kann. Das gebe ich Ihnen so einen Einblick in eine Dissertation, die auch hier im IDEA-Zentrum verankert ist und die jetzt bald zum Ende kommt. Die Frau Billion ist bald fertig. Und natürlich geht es immer darum, Verstehen zu initiieren. Man würde jetzt vielleicht psychologisch sagen, entsprechende mathematische Konzepte auszudifferenzieren. Und natürlich ist es so, meine Kollegen würden sagen, ja, dann müssen auch Darstellungen vernetzt werden. In den Bildungsstandards steht, dass Kinder und Jugendliche angeregt werden von den einzelnen Darstellungsformaten, sprich also vom dreidimensionalen Rechenrahmen dann auf eine ikonische Darstellung, wo man dann vielleicht nur noch Pfeile hin und her machen kann, statt Kugeln hin und her bewegen, und dass man dann das irgendwann mal in einen Rechenterm übersetzen kann. Also solche Vernetzungen innerhalb der Darstellungsebenen, das ist, glaube ich, auch allen bekannt. Ich würde aber auch multimodale Vernetzung nennen, also noch mehr Modi hinzunehmen, wie eben die Gestik, und auch dann mehr, also nicht das Material zu fokussieren, was die Frau Billion getan hat, sondern das Handeln tatsächlich, denn da findet ja Mathematik dann statt. Da gebe ich Ihnen einen Einblick, und natürlich bedeutet es immer diese Situationen, dass ich die mir nochmal im Rückblick anschauen muss, um dann auch vielleicht punktuell mal auf bestimmte Dinge zu achten, um sie dann auch wieder weiterzuentwickeln. Und da spielt eben dann diese Reflexion eine bedeutsame Rolle, ich sage immer, das elementare Handwerkszeug, ohne Reflexion geht gar keine Lehrkraft aus dem Haus, geht gar nicht. Von daher finde ich auch das was ganz Zentrales, auch für meine eigene Tätigkeit. Ich will noch eine kurze Zusammenfassung im Kleinen, die ausgearbeitet wurde von Leuters und Prediger, finde ich eigentlich so ein, für
so ein ganz schönes Modell, dass es eben Entscheidungsfelder für die Differenzierung gibt. Das ist jetzt hier ganz grob zusammengefasst. Das ist natürlich, können Sie viel ausdifferenzierter in der Literatur, die ich da angegeben habe, nachlesen. Aber dass man verschiedene Gebiete bei Entscheidungen für Differenzierung im Blick behalten muss. Einmal das Differenzierungsziel natürlich. Also das ist schon vergleichbar mit manchen dieser didaktischen Modelle, die Sie wahrscheinlich auch in Ihrem Studium kennengelernt haben und auch danach Unterricht gestalten und auch beobachten. Also das Ziel ist natürlich bedeutsam, und da ist natürlich die Frage, ja, wie bekomme ich da also diese Heterogenität, die Vielfalt in Blick? Also lasse ich die zu oder versuche ich, Unterschiede auszugleichen? Und letztendlich geht dieses gesamte Modell schon immer darauf, zielt darauf ab, den Gleichschritt, den man ja im Grunde nicht gehen kann, weil ja unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen da sind, dass man diesen auflöst. Dann kann ich mir einzelne Differenzierungsaspekte auswählen, wo ich dann meine Ausgestaltung dann hin fokussiere. Gleichschritt kann dann aufgelöst werden, indem ich eben mir das Lerntempo mal genauer anschaue und überlege, wie mache ich dies, wie reagieren auch die Kinder darauf, sprachliche Anforderungen, das Anspruchsniveau, das sind alles Aspekte, die ich mir dann genauer anschauen kann. Und dann gibt es das dritte Feld, das Differenzierungsformat. Darunter verstehen die Autoren, wie kann also Adaptivität hergestellt werden, also wer stellt oder steuert die Adaptivität, also macht es die Lehrperson oder machen es die Lernenden. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Differenzierungsebenen, die also in der Unterrichtsstruktur angesiedelt sind, eben die Ebene der Aufgabe, da ist ganz stark eben der mathematikdidaktische Blick, dann eben Unterrichtsmethoden, manche dieser Aufgabenformate würde man vielleicht sogar zu den Unterrichtsmethoden dazu zählen, und natürlich auch Unterrichtsstrukturen. Also ich finde das so ein ganz schöne Zusammenstellung, auf was man achten kann im Hinblick auf Differenzierung und wo ich mir dann auch meinen eigenen Unterricht auch dahingehend mal genauer etwas anschauen kann, reflektieren kann, um dann vielleicht und damit mit anderen ins Gespräch zu kommen, um dann vielleicht in eine Weiterentwicklung meines Unterrichts dann einzusteigen. Die Reflexion hat mich während Level und Next Level sehr intensiv bewegt, und ich stelle Ihnen auch unser Instrument vor, das wir vor allem eben in der Lehrerinnen-Lehrerausbildung nutzen und wo also viele Studierende mitarbeiten. Aber zunächst einmal will ich mal so einen Blick, was überhaupt Reflexion bedeutet. Und wenn eben eine Mathematikdidaktikerin darauf blickt, dann findet sie eben zu reflexivem Denken unter anderem, die Frau Schülke sagt, also es muss eine Unterscheidung vom denkenden Geist und dem Gedachten sein. Also es wird da schon angedeutet, dass man da auf irgendwas blickt, was vielleicht dann auch eine Produktion von dieser betrachtenden Person ist. Also von daher sind da so unterschiedliche Perspektiven werden hier angedeutet. 1984, da wurde das auch in der Mathematikdidaktik sehr ausführlich begonnen zu diskutieren, die Reflexion. Wurde eben von Kilpatrick formuliert, also die Einnahme eines übergeordneten Standpunkts, also auch so ein Perspektivwechsel, was ja ein zentrales Element der Reflexion, so wie wir es für unseren Beruf kennen, auch enthält. Dann, was ich sehr interessant finde, natürlich kann diese inhaltliche Reflexion
nicht nur quasi die Lehrkräfte unterstützen, sondern natürlich auch die Lernenden unterstützen. Und das ist so ein Aspekt, den ich denke, muss man mitbedenken, dass man im Grunde dann die Reflexion auch über mathematische Zusammenhänge, also wie finden Zahlbeziehungen statt, und da ist es auch so, dass es ja in vielfältiger Weise auch in den Unterrichtsalltag schon integriert ist, dass Kinder nochmal zusammenstellen sollen, was sie jetzt da gearbeitet haben, wo jetzt sie Muster erkennen, wo sie Zusammenhänge erkennen, wie die zu beschreiben sind, also dass sie eine Sprache dafür finden. Und von daher denke ich, kommt es immer mehr in den schulischen Alltag. Und man kann natürlich, und da arbeiten auch ganz viele meiner Kollegen und Kolleginnen daran, dass man im Grunde die Reflexion auch nochmal im Hinblick auf die Mathematik als ein Fach oder als einen Zugang zur Welt sieht, also im Sinne einer mathematischen Mündigkeit. Und also mir ist es ein besonderes Anliegen, weil ich immer denke, also es gehört immer noch zum guten Ton, dass man Mathematik nicht so richtig kann, und es ist auch nicht schlimm, weiß ich nicht. Also so eine gewisse mathematische Mündigkeit wäre sicherlich da, so eine Erweiterung unseres gesellschaftlichen Horizonts. Und da denke ich, da gibt es auch viele Mathematikdidaktiker und Didaktikerinnen, die da so ihr ganzes Herzblut reinhängen. Wir haben jetzt in unserem Modell, was wir gemeinsam interdisziplinär entwickelt haben, jetzt diese Ebene der mathematikdidaktischen Reflexion nicht stark integriert, weil wir wollten ja ein Reflexionswerkzeug entwickeln, was in verschiedensten Fächern genutzt werden kann. Aber trotzdem will ich hier nochmal wie die Mathematikdidaktik, wie sich da einzelne Mathematikdidaktiker sich, also über was man, also was ein Reflexionsgegenstand sein kann. Und so dass man also einmal klar sagen kann, es ist der Gegenstand der Mathematik, also der mathematische Inhalt, also die Inhaltsreflexion, dass man also wirklich den Inhaltsbereich genauer sich anschaut, oder dass man Mathematik als solches sich anschaut, oder dass man sich reflektiert über die Bedeutung des Gegenstands Mathematik für die eigene Person. Und da denke ich auch, das ist sicherlich für alle, die Mathematik studieren, als ein Fach für den als Unterrichtsfach, aber auch für alle Grundschullehrer und Lehrerinnen, die natürlich alle Mathematik unterrichten. Ich habe da noch ein paar weitere Bereiche der mathematischen Reflexion zusammengetragen. Also es ist immer wichtig, dass man mal mathematisch orientiert, mal also diese Mathematik, die Zusammenhänge sich genauer anschaut, dann auch modellorientiert, das heißt also, welche Verfahrensweisen werden da verwendet, sind die optimal, also um eben auch Optimierungen vornehmen zu können. Und kontextorientiert, also ist es eben in bestimmte Kontexte und lebensweltorientiert, ist es eingebunden. Also es gibt da verschiedene Bereiche, die da zusammengestellt werden, in denen dann diesen Reflexionsanlass, einen Reflexionsrahmen bilden. Das war von Prediger und anderen. Und dann habe ich noch vom Herrn Neubrand seine Bereiche zusammengestellt, also er nennt es dann Sprechen über Inhalte, über mathematische Verfahrensweisen, also da sind sich dann einige meiner Kollegen dann einig, also man kann einmal den Inhalt, also über die verschiedenen Figuren der Ebene zum Beispiel und welche Eigenschaften die haben, man kann und damit eben welche Beziehungen die zueinander haben, oder über mathematische Verfahrensweisen, die man dann eben, also wie man eben optimierte vielleicht auch Rechenverfahren finden kann, aber gleichzeitig auch ein kritisches Hinterfragen, also im Sinne einer Mündigkeit
und eben natürlich auch die wissenschaftstheoretische Ebene. Also das sind alles Bereiche innerhalb der Mathematik, die Anlass bieten können der Reflexion oder die als Reflexionsgegenstand, so haben wir es dann in unserem Instrument genannt, genutzt werden können. Das war die mathematikdidaktische Perspektive und die Perspektive, die wir dann für uns, für die Entwicklung unseres Instruments genutzt haben, ist natürlich etwas allgemeiner, sage ich, und nicht so fachspezifisch. Wir wollten ja auch keine fachspezifische Reflexionsinstrument entwickeln. Und aber gleichzeitig, wenn man sich da die einzelnen Elemente anschaut, stellt man schon fest, dass es dann Gemeinsamkeiten gibt. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht von Denner und Gesenhuis. Und das macht nochmal deutlich, dass es also meist ein gedanklicher Prozess ist, also dass wir uns Gedanken machen oder vielleicht kommen wir, wenn die Situation es zulässt, kommen wir vielleicht dann auch ins Gespräch. Und wir wollen im Grunde eine Situation, die meist stattgefunden hat, oder ein Problem, was wir wahrgenommen haben, und die Erfahrungen und das, wie, und auch wie wir gehandelt haben, dass wir das strukturieren im Rückblick oder neu strukturieren oder rekonstruieren auch und auch umstrukturieren, um quasi hier eine neue Möglichkeit des Handelns zu schaffen. Das heißt also immer ein Innehalten, um dann nochmal eben zu schauen, was hat stattgefunden, wie waren meine Erfahrungen, was kann man theoretisch dazu sagen und wie kann man sich da andere Lösungen finden. Und ein zweites Zitat von Leonhard habe ich noch mitgebracht, also die Reflexionskompetenz ist die Fähigkeit in der Vergegenwärtigung typischer Situationen. Also man kann sicherlich nicht den ganzen Tag rumreflektieren, das geht auch nicht, sondern das müssen schon für mich Situationen sein, die bedeutsam für mich sind, die mir immer wieder neu auffallen oder wo ich denke, ja, da habe ich irgendwie gar keinen Blick dafür, dass ich da mir diese Situation dann auch auswähle. Um dann natürlich immer eine aktive Distanzierung. Also ich muss immer einen Schritt zurücktreten, damit ich mir die Situation anschauen kann, vielleicht aus verschiedenen Perspektiven anschauen kann, um sie dann einerseits eben durch meine subjektiven Theorien zu bewerten, aber um auch dann wieder neue Wissensbestände dazukommen, um dann wirklich was weiter zu entwickeln. Und so ist dann unsere Reflexionsspirale interdisziplinär entstanden. Und die haben wir also über verschiedene Fachdidaktiken hinweg entwickelt und einschließlich der Bildungswissenschaften und haben also aus diesen verschiedenen Reflexionsebenen bei Leonhard oder diesem sechsstufigen Reflexionsstufenmodell eben bei Henzig und Petras. Also da gab es so ganz viele ähnliche Ideen und wir haben also diesen Reflexionsinstrument entwickelt. Und da kann also entlang dieser sechs Schritte kann man natürlich dann eben einzelne ausgewählte Situationen sich mal genauer anschauen. Und all das, was ich jetzt schon formuliert habe, ist, glaube ich, da eingeflossen. Und was ich sehr bedeutsam finde, ist eben der Schritt 3, dass ich meinen Reflexionsgegenstand, den ich jetzt aktuell für bedeutsam halte, der muss herausgearbeitet werden. Und was eben dieses Modell in sich hat, ist, was auch die Chance ist, Theorie und Praxis zusammenzubringen, dass ich einerseits mir klar bin, das ist mein Erfahrungswissen, das durch ganz viele Aspekte natürlich auch durch Wissen geprägt ist, aber auch durch ganz viele
Muster, die ich mir mit der Zeit eben erarbeiten musste, weil auch, ich kann ja nicht sagen, also wartet mal einen Moment, ich weiß jetzt auch nicht, wie wir in der Situation umgehen, ich muss jetzt zuerst mal drüber nachdenken, wir machen morgen an der Situation weiter. Das geht ja nicht, also dieses Handeln unter Druck ist eben was ganz Typisches für Lehrkräfte und damit muss man da eben auch sich dann eben auch mal seiner Erfahrungswissen und seiner Praktiken, die man da durchführt, auch mal klar machen, aha, so mache ich das da immer. Und kann es natürlich kontrastieren mit passenden Theoriebezügen, die eben zu diesem ausgewählten Reflexionsgegenstand passen, um dann eben wieder quasi meinen Unterricht ein bisschen genauer anzuschauen. Und ich finde, so Elemente kann man, glaube ich, auch als aktive Lehrerin auch durchführen und als ich selber als Lehrerin tätig war, war mir das sehr wichtig, dass, also das ist auch wichtig, dass man in seinem Beruf gerne ist, wenn man also solch ein Reflexionsinstrument bei sich hat, ob man es nun fachspezifisch oder auch allgemeiner für Unterrichtssituationen, meist macht man es ja in problematischen Situationen. Also wenn man jetzt so zurückblickt, Reflexionsanlässe wären eigene Lernprozesse, das machen sehr häufig bei uns auch die Studierenden, aber auch kann ich natürlich Lernprozesse planen, kann ich reflektieren, Lernprozesse begleiten, kann ich reflektieren und ich kann eben noch viele Unterrichtssequenzen, Motivation, Einstieg, was auch immer zu denken ist, hier eben dann als Reflexionsanlass, als Reflexionsanlässe dann zu deuten. Damit man da nochmal so eine Anregung bekommt für verschiedene Reflexionsanlässe, würde ich jetzt nochmal in diesen in Gestaltungselemente, habe ich es jetzt mal genannt, des mathematischen Unterrichts einsteigen. Und ich habe ja vorher schon diese natürliche Differenzierung, vielleicht kennen auch ganz viele von Ihnen, diese natürliche Differenzierung, die hauptsächlich mit substanziellen Lernumgebungen arbeitet. Und die beiden Schweizer, Hirt und Welty, haben das mal zusammengestellt, was ist eigentlich eine substanzielle, also vor allem substanziell Lernumgebung. Lernumgebung ist auch kein feststehender Begriff, also sind, manche sehen da eher die Stühle und die Tische und die Anordnung im Klassenzimmer, aber ich glaube, da ist ein weiter Bandbreite für diese Auffassung, was jetzt eine Lernumgebung sein kann. Und die formulieren, also sollte sich an einem zentralen mathematischen Inhalt orientieren und da ist quasi, wird dann nochmal deutlich, dass es eben den Mathematikern und auch den Mathematikdidaktikern darum geht, eben sich mit fundamentalen Ideen der Mathematik zu beschäftigen. Die werden auch in vielfältiger Weise gelistet und jetzt ist gerade kein Hoch der fundamentalen Ideen und trotzdem prägt eigentlich die Auswahl von Inhalten für den Mathematikunterricht diese fundamentalen Ideen prägen, diese Auswahl. Dann, dass also in dieser Lernumgebung ein hohes kognitives Aktivierungspotenzial steckt, dass an der Tätigkeit die Orientierung, also dass man an der Tätigkeit sich orientiert, dass es also um die Prozesse geht, dass die Lernenden selber also eine Eigentätigkeit initiieren, dann eben die Förderung individueller Denk- und Lernwege und auch eigener Darstellungsformen, also wenn ich zu einem Ergebnis gekommen bin, muss ich das ja auch in irgendeiner Form darstellen, dass es eben zugänglich ist für alle, das ist so quasi auch die treibende Kraft gewesen, dass jetzt also diese Rechenkonferenzen oder Mathematikkonferenzen, dass man da auch eben seine Erkenntnisse kundtut. Und natürlich gleichermaßen eben in dieser Heterogenität, dass eben die langsam oder einen bedächtigeren Zugang oder überhaupt sich schwer tun mit mathematischen Prozessen, dass die gleichermaßen unterstützt werden können wie die, die im Grunde nur die Zahlen angucken und schon wissen, um was es geht.
und gleichzeitig eben, also dieses Fass mache ich heute nicht auf, die Ermöglichung des sozialen Austausches, also diese Diskussion, Individualisierung oder Kooperation beim mathematischen Lernen, das würde ich also heute nicht weiter ausführen, da reicht auch die Zeit dann nicht dafür. Viele von Ihnen kennen auch solche substanziellen Lernumgebungen, die dann zum Beispiel in so einem Rechentrajekt zum Tragen kommen oder in diesen vielen Aufgaben der Rechenmauern, der Zahlenketten oder der magischen Quadrate und was es alles so gibt. Aber es ist wirklich eben diese, also nicht alle Aufgaben sind, können zu einer substanziellen Lernumgebung eben werden, weil sie dann eben irgendeinen Aspekt vielleicht nicht beinhalten. Also, und in diesen substanziellen Lernumgebungen, in dieser Auseinandersetzung mit Mathematik, denke ich, müssen wir unseren Augenmerk, also neben der Sprache, also ein bisschen habe ich auch Sprache mit drin, aber auch noch andere Modi mit in Blick, mehr in Blick rücken, um dann auch diese Prozesse genauer anzuschauen. Und beginne aber trotzdem das, was uns vertraut ist, also die mit der Sprache. Jetzt habe ich eins überhüpft. Jetzt bin ich ja durcheinander. Gut. Egal, also die habe ich irgendwie dann gelöscht, die eine Folie, dann sage ich so. Was wir in der Mathematik eben haben, wir haben drei also Sprachregister, das diskutieren wir sehr ausführlich. Prediger ist da sicherlich eine Frau, die da sich besonders um diese sprachliche Gestaltung von Unterricht vortut, und wir haben also die Alltagssprache, die so den ersten Zugang eröffnet zu also auch mathematischen Themen, dann die Bildungssprache und die Fachsprache, die auch manchmal als die Sprache des Verstandenen dann betrachtet wird, und wo man eben dann auch sich wirklich dann also diese Gestaltungsprinzipien nochmal so eine Idee sind, wo ich auch in meinem eigenen Unterricht nochmal schauen kann, wie ich das mache. Also Prediger sagt, lieber die offensive Sprachstrategie zu favorisieren als die defensive. Da gibt es auch viele Untersuchungen dazu. Das bedeutet also, wenn die Lernenden mit der sprachlichen Formulierung nicht zurechtkommen, dann macht man es einfach ein bisschen einfacher, formuliert einfache Sätze, versucht es nochmal einfacher zu gestalten. Und da sagt Prediger und viele andere auch, nein, nicht einfacher, sondern natürlich schon verständlich, aber nicht immer noch einfacher und noch einfacher, sondern einfach die Zugänge zu diesem Art Sprachduktus auch zu unterstützen und zu begleiten. Weil es gab, also ein Kollege von mir, hat auch schon mal, war hier bei Grade schon mal, hat untersucht, Textaufgaben in dreifacher Sprachausführung gestellt, also ganz einfach strukturiert, dann so eine mittlere Verständlichkeit und sehr komplex. Und immer die gleiche Aufgabe und mit den ganz einfachen Formulierungen, also da waren die Ergebnisse auch nicht gut, weil im Grunde zu viel rekonstruiert werden muss. Also da muss man noch das dazu denken und noch jenes dazu denken, und bis endlich die Aufgabe verstanden werden konnte, die war zu wenig vorhanden. Dann wird, glaube ich, auch häufig zumindest, sage ich mal, so diese Wortebene im Mathematikunterricht der Grundschule vor allem fokussiert. Das heißt also, man lernt, jetzt weiß ich die Anzahl nicht mehr, aber es sind über 100, wenn nicht mehrere 100 Fachbegriffe in der Grundschule, mathematische Fachbegriffe, vom Zylinder bis zur Subtraktion, bis zur Multiplikation, alles wird auf dieser Wortebene, man belegt quasi
irgendeinen Prozess oder auch eine Erkenntnis mit einem Wort. Und hier plädiert sie also, dass man doch wirklich mehr den Satz noch mit hinzunehmen soll. Auch das ist sicherlich schon ganz weit in die Schulen eingeflossen. Auch ihre Idee, von der kommunikativen zur kognitiven Funktion zu kommen, dass es natürlich Sprache auch ein Denkinstrument ist. Da würden jetzt meine Kollegen und Kolleginnen aus der, die mehr die Interaktion und auch das in der Interaktion mathematische Erkenntnisse stehen, würden da sicherlich die erste Hälfte da mehr fokussieren. Da denke ich, wird auch immer aus welcher Wissenschaftsdisziplinrichtung die einzelnen Mathematikdidaktiker und Didaktikerinnen kommen. Und natürlich ist die Frage, das ist vielleicht für die Grundschule nicht so bedeutsam, aber die formal bezogene Fachsprache soll mehr durch eine bedeutungsbezogene Bildungssprache, also dass man eher weiß, wie man darüber reden kann und nicht so sehr, dass man das formal vielleicht auch nur aufschreiben kann. Ich denke immer an die Frage bei den Studierenden, was denn dieses komische große Und-Zeichen ist oder die große Multiplikationszeichen. Das ist immer was ganz, wie was, da wird verkürzt, dass ich einzelne Summanden aufschreibe, da schreibe ich ein großes Summenzeichen und dann sage ich nur noch, wie die einzelnen Summanden gebildet werden, aber ich schreibe die gar nicht mehr richtig hin. Und das soll ich jetzt lesen. Also das ist so eine formal bezogene Fachsprache, die eine hohe, also Reduktion ist auch mal manchmal wichtig, aber auch natürlich auch eine gewisse Unverständlichkeit dann für jemanden, der da nicht in dem Metier drin ist. In diesem Zusammenhang, und da haben wir uns sehr ausführlich damit beschäftigt, wir haben Erklärvideos, also das ist also ein sehr, sehr lang schon arbeiten wir mit Erklärvideos in der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung. Und Frau Billion und ich haben uns mal da ein bisschen zwei verschiedene Arten von Videos entwickelt. Erkundervideos und Erfindervideos haben wir es genannt. Und ich habe hier jetzt mal eine kurze Definition. Also wir betrachten den mathematischen Lernprozess aus einer semiotischen Perspektive. Also ich habe heute schon so alle Perspektiven, die so in der Mathematikdidaktik vertreten sind, den psychologischen, den semiotischen und den interaktionistischen schon erwähnt. Also und irgendwo in der Mitte findet dann konkretes Mathematiklernen statt. Und also dieses Erkundervideo hat also im semiotischen Sinn das Ziel, dass also die Lernenden eine Lerngelegenheit im Video eröffnet bekommen, dass sie also ein Diagramm oder wie man eben also mit bestimmten Objekten arbeitet, die auch mathematische Bezüge haben, wie man die also werden vorgestellt und die Kinder werden dazu angeregt, dann durch Manipulationen an diesen Materialien diese weiter zu erforschen in einer Aufgabe, die dann nach diesem Videobetrachtung kommt. Also es wird nicht irgendwas erklärt, wie was funktioniert, sondern es werden die möglichen Manipulationen vorgestellt, aber man muss selber mathematische Entdeckungen machen, dann bricht das Video ab und dann arbeiten die Kinder. Diese Bilder, die ich da abgebildet habe, es gibt auch eine Publikation dazu, aber dieses Video können Sie auch auf der Homepage von der Frau Billion und von mir runterladen und anschauen. Also da haben wir dieses EIS-Video, ein Erkundervideo und ein Erfindervideo und Unterrichtsmaterial dann hochgestellt, dass Sie das sich mal anschauen können, wenn Sie das möchten. Und die Erfindervideos, die sind tatsächliche Erklärvideos, also die erklären dann auch eben die Regeln, wie man da also die Manipulationen durchführt, also wie man eben dann auch diese Beziehungen zwischen diesen Objekten dann bearbeiten kann und sollen eigentlich die Kinder in die Position versetzen, einfach dann in anderen Kontexten oder da diagrammatisch weiterzuarbeiten.
Wir haben das jetzt auch genauer untersucht und haben dann eben festgestellt, dass eben viele diese Erfindervideos gar nicht so genau angucken und dass im Grunde diejenigen, die wirklich nochmal selber aktiv daran arbeiten, viel schneller zu neuen Entdeckungen kommen als zu die Erfinder, wo man denkt, jetzt haben wir es euch erklärt, jetzt könnt ihr gleich was Neues erfinden. Das hat nicht so gut funktioniert. Also wir haben uns das genauer angesehen, obwohl die paar Mal auch, also die Videos dann auch angeschaut haben, dass das nicht immer, also nicht bei allen Kindern gleichermaßen gut funktioniert hat. Also probieren Sie es mal mit Ihren Schulkindern aus, mal sehen, was sie beobachten können. Dann will ich die Gestik, da ist eine Doktorandin von mir, die mittlerweile auch fertig ist, hat sich die Gestik sehr ausführlich angesehen und diese Spielsituationen, Erkundungssituationen stammen auch aus dem großen, aus IDEA. Und die habe ich hier einfach mal gewählt, weil sie wirklich sehr schön zeigen, wie Gestik das mathematische Lernen prägen und wie viel wir von den Kindern zu mathematischen Inhalten erfahren, wenn wir auf die Gestik genau schauen. Zunächst einmal so zur Einstimmung, dass eben kann man ja Lautsprache so Gestik gegenüberstellen und sagen, Lautsprache ist linear, ich kann eben nur hintereinander etwas beschreiben, ist hierarchisch, flüchtig, begrifflich, mehr oder weniger detailliert, aber auch konventionalisiert. Gestik hingegen ist bildhaft, räumlich verortet, also die meisten sagen, Gestik ist, man gestikuliert eben so bis zur Schulter, das ist also sind die Gliedmaßen, also die oberen Gliedmaßen. Ich kann natürlich auch mit den Zehen und auch mit den Beinen gestikulieren. Wenn ich oben nicht mehr gestikulieren kann, zum Beispiel sitze ich auf meinen Händen, dann mache ich es halt mit den Beinen. Das geht, also das macht man automatisch. Ich will meine Lautsprache einfach mit Gestik begleiten. Also wir können gar nicht ohne Gestik. Die Gestik ist nur ein bisschen immer der Sprache voraus. Und McNeil hat also die meisten Gestenstudien stammen von Psychologen oder Linguisten. In der Mathematikdidaktik ist es noch nicht so verbreitet, aber doch gibt es schon einige Studien auch zur Nutzung von Gestik beim Mathematiklernen. McNeil hat die Gesten ein bisschen kategorisiert, also das ist nur eine Möglichkeit, Gesten genauer zu beschreiben, eben die ikonischen, metaphorischen, deiktischen, die am häufigsten eingesetzt werden und Beat-Gesten, die so ein bisschen einen Rhythmus vorgeben. Und was hier nochmal also deutlich wird, diese Situation, die ich da so außen herum gruppiert habe, da hatten die Kinder die Aufgabe, das waren relativ junge Kinder, die so knapp vier Jahre alt waren, also solche Figuren, die hier abgebildet sind, also Hunde, Katzen, irgendwelchen Eichhörnchen und alles Mögliche, das waren also so 1 Zentimeter dicke Scheiben in einer großen in einem großen Haufen und sie sollten da jetzt einfach damit umgehen. Und natürlich, also was machen Kinder? Die sortieren. Das ist das allererste, was sie machen. Wir würden natürlich mathematisch da sofort sagen, ja, die stellen jetzt eine Äquivalenzrelation her, bilden Klassen und vielleicht machen sie noch eine Ordnungsrelation, also dass nach der Größe sortiert wird. Das sieht man auch im mittleren Bild, dass also die blauen Figuren sind ja kleiner wie also die roten Figuren. Und dann wird eben da nochmal vielleicht nach einer gewissen Größe, also in einer Ordnungsrelation sortiert. Was aber hier deutlich wird, ist, dass die Kinder, also manche sich sprachlich gar nicht in der Form ausdrücken konnten und es vor allem gestisch zeigten, was sie eben da meinen, als wenn Kinder eben nicht die Zählkompetenz haben, also die Zahlwortreihe kennen, was macht das Mädchen, oder es ist normal, haben wir
die ganze, also relativ häufig beobachten können, dass die legen einfach eine Reihe ganz dicht aneinander und diese Reihe, die länger ist, das sind auch mehr. Das machen die. Also die, manchmal probieren sie noch zu zählen, aber da sie dann die Zahlwörter nicht kennen und vielleicht auch die Zählkompetenz noch nicht ausgebildet ist, nutzen sie dann eben diese Reihe und es wird deutlich, dass es im unteren Bild, dass eben hier die Länge für sie bedeutsam ist, um zu sagen, von welchen dieser Tiere gibt es mehr. Und das mittlere Bild, wo man so zwei Hände aneinander sieht, sagt eben ein Junge, dass den stört, dass also die Hunde größer sind als das Nilpferd. Das Blaue ist, glaube ich, Nilpferd. Und sagt also, das würde ja irgendwie nicht passen. Also für ihn sind diese nicht realitätsbezogene Größen schon ein Problem. Aber er hat es überhaupt nicht formuliert, sondern nur gestisch ausgedrückt. Also nur so ein kleiner Einblick, dass häufig eben solche Erkenntnisse von Passung oder gleich groß, also von solchen Relationen, häufig zuerst gestisch ausgedrückt werden, bevor sie überhaupt sprachlich zum Ausdruck kommen. Das wurde auch in anderen Studien festgestellt, dass immer der gestische Ausdruck schon mehr zeigt als eben der sprachliche Ausdruck. Und da wäre vielleicht also zumindest für die einen oder für die anderen von uns nochmal die Chance, da genauer hinzuschauen, nochmal seine eigenen Beobachtungen zu reflektieren, ob sie nicht selber schon sowas auch gesehen haben, um das vielleicht dann die Gestik noch ein bisschen mehr in den Unterricht mit zu integrieren. Und dazu hat Frau Huth das sehr ausführlich untersucht, die Gesten in Interaktionsprozessen von Zweitklässlern und hat dann Funktionen von Gesten identifiziert. Das Buch wird bald herauskommen, da können Sie das dann auch nachlesen. Aber es gibt auch viele Publikationen schon von der Frau Huth. Und sie sagt eben, Funktion von Gesten ist, den Lernprozess zu strukturieren und die mathematische Situation, also die mathematische Situation zu strukturieren oder eben Erläuterungen genau, also zu sagen, also an der Stelle, da gehört meine Erläuterung dazu. Dann auch mathematische Deutungen können geklärt werden, mathematische Ideen werden dargestellt, wenn ich sie nicht sprachlich ausdrücken kann. Und eben dieses diagrammatische Arbeiten, ich kann auch gestikulierend eben Bezüge zwischen Objekten, also was man vielleicht sonst handeln würde, herstellen, um damit mathematische Relationen zum Ausdruck zu bringen. Und damit sind wir mitten im Handeln. Und was auffällt, wenn man so Unterricht oder auch wenn über Unterricht geschrieben wird, dass immer das Material beschrieben wird, aber nicht, was damit gemacht werden soll und was da in der Handlung für Relationen überhaupt erst entstehen können. Und damit ist eigentlich zunächst mal klar, dass man diese Handlungen am Material sich genauer anschauen muss und vielleicht auch da Inputs geben muss, damit man eben auch hier diese Inskriptionen letztendlich, was auch dreidimensional sein kann, also wenn da jetzt diese Zehnermaterial oder dieses Dienesmaterial, je nachdem, was man da nennen mag, wenn das da liegt, dann ist es ja zunächst mal, sind es Klötzchen, Stäbe und irgendwie ein großer Klotz, aber letztendlich weiß ich immer noch nicht, was das ist, wenn ich nicht diese Relationen herstelle, dass ich nämlich bündeln kann. Also ich brauche diese Vorstellung, das ist ein Bündelungsprinzip, 10 solcher Würfelchen zusammen gibt eben eine Stange, 10 solcher Stangen gibt eine Platte und 10 Platten gibt so einen Würfel. Und diese Relationen muss ich, also denke ich, explizit benennen, also weil ich glaube, da muss, glaube ich, noch im Unterricht ein bisschen gearbeitet werden oder ich muss Zeit lassen, dass Kinder eben auch Relationen handelnd erfahren können, weil ich denke, ich muss den Umgang von diesem Material, da gibt es eben Material, wo eben die Relationen hinein gearbeitet wurden, also muss ich die irgendwie erkennen und dann gibt es Material, wo eben die Relationen selber hergestellt werden können, wie zum Beispiel solche
Muggelsteine, die aber dann auch ihre Grenzen haben. Wenn man also mathematisches Lernen aus semiotischer Sicht betrachtet, dann ist es eben ein diagrammatisches Arbeiten, wo man im Grunde durch diese Manipulationen und Transformationen an diesen Inskriptionen, Zeichen, das können Zeichen sein, die geschrieben sind oder Zeichen dreidimensional oder die in irgendeinem Bildschirm sind, wenn diese Zeichen dann quasi in Relation, in eine mathematische Relation gebracht werden, dann findet Mathematiktreiben statt. Eine Sichtweise auf mathematisches Lernen, und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass im Grunde das immer, also die in der Praxis man sich immer so zwischen diesen verschiedenen mathematikdidaktischen Ansätzen bewegt und auch alles sehen kann. So, ich habe noch ein bisschen Zeit, oder? Also so lange brauche ich nicht. Was aber auch nochmal deutlich herausgearbeitet, und das hat Frau Billion gemacht, die hat sich nochmal angeschaut, wie, ob sich Handlungen im gleichen mathematischen Aufgabenkontext, ob digital oder analog, ob die sich unterscheiden, ob da andere mathematische Relationen hergestellt werden oder nicht. Also welche mathematisches Denken der Kinder dahinter steckt, hat sie an den Handlungen identifiziert, hat entsprechende qualitative Analyse durchgeführt. Und hier sieht man so einen Ausschnitt aus ihrer Arbeit. Deskriptiven Statistik. Hier sind es, glaube ich, werden Daten aufgeschlüsselt. Ich gucke gerade, welche Skalenniveaus die haben. Ist eine kleine Erhebung, und da soll ein Diagramm erstellt werden und einmal eben mit Klötzchen, und an den Klötzchen hängen Namensschilder für die einzelnen Kinder, und die werden dann eben sortiert und man kann dann die Häufigkeiten feststellen. Und rechts sehen Sie ein Programm, Tinkerplot. Tinkerplot ist für Grundschule im Übergang zur Sekundarstufe entwickelt worden, wo man eben genau solche einfache deskriptive Beschreibungen machen kann, einfache Diagramme zusammenstellen kann, Boxplot ganz einfach herstellen kann oder auch einfache Säulendiagramme oder Vierfeldertafeln ganz einfach zusammenzustellen sind. Und wo immer quasi die einzelnen Dots sind, die einzelnen Personen. Also man sieht immer noch, ja, welche Probanden sind es eigentlich? Und das interessiert die Kinder sehr. Also die fragen dann immer, die Daten sind in der zweiten Klasse, da kenne ich jemanden, wo ist denn die Person da jetzt? Die suchen die dann auch tatsächlich. Und das ist denen ganz wichtig. Und unten sehen Sie dann eben die geometrische Situation, wo es darum geht, wie eben dann Oberfläche und Rauminhalt, die Beziehung zwischen Oberfläche und Rauminhalt, wo man dann einfach bestimmte Dimensionen vergrößert oder verkleinert und da Muster erkennt. Und das ist dann rechts die digitale Version, wo man an Schiebereglern dann eben diese Größe dieses Quaders verändern kann. Was ich spannend an dieser Arbeit, und an den Erkenntnissen finde, ist, dass da auch nochmal deutlich wird, dass an manchen Stellen unterscheidet sich also digital und analog überhaupt nicht. Und an manchen Stellen ist es dann eben auch eine Verkürzung, weil eben einfach so ein Ziehen, also eine Bewegung durchgeführt wird, die mit der eigentlichen Relation gar keinen Zusammenhang hat, weil eben dann das Programm so funktioniert. Also deswegen muss es also auch entsprechend dann muss hier mehr Interpretationsarbeit geleistet werden, als wenn ich das eben die einzelnen Handlungen und damit auch die Relationen erkennen kann. Damit, also diese drei Modi, habe ich in Blick genommen, und damit würde ich jetzt
nochmal abschließen und wieder an den Anfang anknüpfen. Also Reflexion ist für mich ein Weg zum professionellen Handeln und immer wieder neu und auch für mich selber, auch wenn ich schon lange in diesen Bildungszusammenhängen tätig bin und immer wieder ist es neu und immer wieder ist es ein neuer Weg und kann man was dazulernen. Und ich denke, wenn man eben im Bereich der Mathematik das eigene mathematische Lernen reflektiert, auch als zugehende Lehrperson das eigene mathematische Lernen reflektiert, dann kann man auch anderes Lernen von anderen besser verstehen und letztendlich auch eben dieser Weg zur mathematischen Mündigkeit ist also die Reflexion für mich also so wirklich also ein Baustein, wo ich elementar für die Lehrerausfortbildung und das tägliche Arbeiten in der Schule sehe. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.